in der Welt von George Orwells 1984. Die Welt ist aufgeteilt in drei Überwachungsstaaten: Ozeanien, Südostasien und Eurasien. Wir bitten darum, dass alle Telefone, alle Handys jetzt ausgeschaltet werden. Das einzige Handy, das noch funktionieren darf, ist das Handy, das hier auf dem Tisch liegt. Das ist das Handy von Ali, der hier in seiner Wohnung sitzt. Die Stimme von seinem Handy, welches auch sein bester Freund ist, kommt aus dieser Ecke. Es ist alles überwacht und es ist alles automatisiert. Ich bin der Fernseher und ich werde euch jetzt den Silvesterabend verschönen. 2999. Herzlich willkommen, wir sind hier live am Brandenburger Tor und die Menschenmassen kommen von allen Seiten daher. Es ist unglaublich, wie viele Menschen sich hier versammelt haben. Sie alle wollen das riesengroße, bombastische Feuerwerk sehen. Gucken Sie dir an, die glücklichen Massen. Wie bitte? Immer weiter hier durchschauen. Ich sagte, wieso hast du denn jetzt den Ton ausgemacht? Hättest du dir doch rausfiltern können. Ich habe gern deine ungeteilte Aufmerksamkeit, wenn ich mit dir rede. Also, was sagtest du? Für ein Gerät bist du wirklich erstaunlich zickig. Ich sagte, guck sie dir an, die glücklichen Massen. Du klingst mal wieder sarkastisch. Du weißt doch, das ist nicht gut für dich. Und überhaupt, die sind glücklich. Und du bloß neidisch. Worauf soll ich denn neidisch sein? Wie die Legehennen zusammengefärcht zu sein? Sie freuen sich zusammen, Neujahr zu feiern. Ist das nicht ein schöner Grund, glücklich zu sein? Was war das denn? Schon wieder Zeichensprache? Soll ich dir nochmal erklären, warum Zeichensprache nicht erwünscht ist? Nein, das war keine Zeichensprache. Ich habe nachgedacht. Du hast recht. Ich bin tatsächlich nicht glücklich. Geh doch noch los, dir das Feuerwerk auf der Straße anschauen. Das Feuerwerk ist mir egal. Ich muss da an einen Schüler denken, den ich letzte Woche verloren habe. Du hast ihn nicht verloren. Es ist besser, ihn runterzustufen. Besser für ihn oder besser für die anderen? Manchmal frage ich mich. Ja? Ach, nichts. Du bist heute wieder merkwürdig. Ich werde einen Mitschnitt dieses Gesprächs an deinen Therapeuten schicken. Mann, Handy. So wirst du nie mein bester Freund. Du redest wie einer deiner Schüler. Ich tue das nur zu deinem Besten. Sicher, zu meinem Besten. Schon wieder dieser Tonfall. Ich werde das mal auf deine Anspannung wegen Silvester schieben. Auch wenn du es nicht zugibst, merke ich doch deine Aufregung. Ah, es dauert nicht mehr lange Zeit, deine Mutter anzurufen und ihr einen guten Rutsch zu wünschen. Das mache ich nach 0 Uhr. Dann sind die Leitungen überbelegt. Mach's lieber jetzt. Sie rechnet mit deinem Anruf. Kannst du nicht das Gespräch vom letzten Jahr nehmen und es simulieren? Natürlich kann ich das, aber damit ist niemandem geholfen. Na, mir schon und ihr auch. Nur wenn sie es nicht merkt. Ach, das kriegst du schon hin. Willst du dabei zusehen? Nein, das käme mir dann doch zu herzlos vor. So sehr wie du zwischen menschlichen Kontakten aus dem Weg gehst, wundert es mich, dass du gern als Lehrer arbeitest. Die Schüler bemerken nicht, wenn ich sie belüge. Jetzt pass mal auf. Nur weil es Neujahr ist, lasse ich dir nicht alles durchgehen. Verzeihung. Ich wollte sagen, die Schüler merken nicht, wenn ich ihnen eine vereinfachte Realität auftische. Aber meine Mutter, die guckt mir in die Augen und weiß, dass ich lüge. Und wenn ich ihr sage, mir geht's gut, fragt sie nicht nach und das ertrage ich nicht. Deine Mutter fragt nicht nach, weil sie dir und dem großen Bruder vertraut. Ist doch klar. Dass es dir wegen dem Schüler nicht gut geht, ist Quatsch. Das hast du morgen wieder vergessen. Ich glaube, wir sollten deine Medikation nochmal einstellen. Du klingst ein bisschen wie damals, als du mich fast aus dem Fenster geschmissen hättest. Das wäre beinahe das Aus für deine Extra-Ausflüge gewesen. Was machst du gerade? Ich hole meine Taschenlampe. Wozu das denn? Für 0 Uhr. Dann kann ich auch ein bisschen Feuerwerk machen. Du hast ja noch gar nicht deine Neujahrstüte geöffnet. Hol die bitte. Ja, gibt es keine Pralinen? Ja, das Pralinenwerk ist doch durch einen Terroranschlag in die Luft geflogen. So, so. Ein Terroranschlag. Diese Schweine. Gleich ist es 0 Uhr. Ich mach den Ton an, okay? Ja, bitte. 7, 6, 5, 4,
Drei, zwei, eins. Ein frohes neues Jahr euch allen. Frohes neues Jahr. Bitte erheben Sie sich für die Nationalhymne von Eurasien. Ole, 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 ole. Ole, ole. Und nun folgt die Neujahrsansprache des großen Bruders. Liebe Mitbürger, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Wir haben allen Grund, stolz auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Denn wir haben große Erfolge erzielt. Zusammen mit unseren Verbündeten Ozeanien ist es uns gelungen, die Wirtschaftsmacht Südostasiens entscheidend zurückzudrängen. Unsere Truppen haben bedeutende Bodenschätze in Afrika befreit. Das Wirtschaftswachstum betrug 2% und die Zuwachsrate an Klimaflüchtlingen war geringer als im letzten Jahr. Euer Vertrauen in mich hat das möglich gemacht. Es wurden nämlich 8000 Terroristen gefasst. 8000 Terroristen dank eures Vertrauens. Und ich setze mein Vertrauen in euch, dass wir in diesem neuen Jahr gemeinsam einer blühenden Zukunft entgegensehen können. Und deswegen feiern wir jetzt mit diesem bombastischen Feuerwerk. Fernseher aus. Ali, warum freust du dich nicht? Du hast auch nicht die Hymne mitgesungen. Du bist noch nicht mal aufgestanden. Was glaubst du eigentlich, wie lange der große Bruder gewillt ist, dieses subversive Verhalten zu ertragen? Tja, wie lange soll ich es noch ertragen? Ich hatte echt gehofft, es passiert etwas. Was denn? Ich weiß auch nicht. Ist es doch noch passiert? Das verdammte Licht ist ausgegangen. Großer Bruder, deine Zeit ist um. Das war's. Und du, Hen, bist so stumm. Hat dein Sendemast keinen Strom mehr? Frei! Endlich frei! Kaum zu fassen. Diese Stunde wird in die Geschichte eingehen. Ach Quatsch! Diese Stunde wird die Geschichte auslöschen. Ein Neuanfang, die Stunde Null. Deine Stunde, o Herr. Wie lange habe ich auf diesen Moment gewartet? Und du hast mir die Kraft dafür gegeben. Lass mich dein Prophet sein. Gemeinsam werden wir einen Neuanfang schaffen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Dein Reich komme und gib uns unser tägliches Brot. Vergib uns unsere Sünden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wer ist da? Kemal. Kemal? Was machst du denn hier? Kann ich reinkommen? Wieso bist du hierher gekommen? Wegen dem Stromausfall. Bei dir auch? Ja, überall in der Stadt. Das ist also wirklich wahr. Kaum zu fassen. Und was machen die Menschen auf der Straße? Keine Ahnung. Entweder sie plündern oder sie gehen nach Hause. Es ist also wirklich passiert. Zu schön, um wahr zu sein. Und wieso bist du hierher gekommen? Na, wegen dem Stromausfall. Weil sie uns das damals gesagt hatten im Matheunterricht. Ich erinnere mich, die Stunde, als der Sendemast ausfiel. Ja, genau. Es war das allererste Mal, dass wir kein Handynetz hatten. Alle guckten erschreckt aus dem Fenster. Nur, ich habe sie angeschaut. Sie hatten so ein zufriedenes Lächeln im Gesicht. Und ihre Worte waren: Ihr werdet schon sehen. Irgendwann geht das Licht aus. Und dann... Und du hast das gehört?
niemandem gesagt? Ich wollte Ihnen keine Schwierigkeiten bereiten. Gott, war ich leichtsinnig. Na, egal, jetzt ist es sowieso geschafft. Aber wieso denn? Was passiert denn, wenn der Strom aus ist? Er wird nicht mehr wiederkommen. Es ist vorbei. Wie bitte? Na, der Datumswechsel. Das Jahr 3000. Das System denkt, wir haben das Jahr 2000, weil es nur dreistellig gezählt hat. Und das produziert dann endlos Fehler und nichts funktioniert mehr. Und weil alles zusammenhängt, fällt dann auch alles zusammen. Also, wenn in der ganzen Stadt der Strom ausgefallen ist, heißt das auch im Stadion? Ja, sicher. Meine Mutter arbeitet da. Ist das nicht... Das ist doch gefährlich für sie. Wenn eine Massenpanik ausbricht oder sonst was. Deine Mutter ist eine kluge Frau, die wird schon auf sich aufzupassen wissen. Kennen Sie meine Mutter? Naja, sie war doch auch beim Abschlussfest. Und wie geht es jetzt weiter? Wann geht der Strom wieder an? Das ist es ja gerade. Der Strom geht nicht wieder an. Weißt du, das System ist so komplex geworden. Wenn es einmal angehalten hat, lässt es sich nicht mehr neu starten. Wir schreiben das Jahr Null. Es geht von vorne los. Ein Neuanfang. Es gibt keinen großen Bruder mehr, der uns sagt, was wir nicht machen sollen. Aber ist das nicht... Das ist doch schlimm. Keinsten, das ist wunderbar. Endlich sind wir keine Sklaven mehr des großen Bruders. Kein Handy, kein Geld, kein System. Aber wir brauchen doch ein System. Ach ja, wir bauen uns ein neues. Das geht auch ohne den großen Bruder. Dein System, das war sowieso zu alt, zu kalt, hat sich zu weit von Menschen entfernt. Wir brauchen wieder etwas Menschlicheres, Kleineres. Weißt du, es gab auch eine Zeit vor dem großen Bruder. Deutschland. Hast du diesen Namen schon mal gehört? Dieses Stück Erde, dieses Land, in dem wir leben, das hieß früher Deutschland. Ich habe in meiner Freizeit Ausgrabungen gemacht, archäologische. Und ich bin immer wieder auf Überreste von diesem Deutschland gestoßen. Überreste, Zeugnisse einer alten, glücklicheren Zeit. Wir sind Deutschland. Unser Blut, unsere Gene, unser Land sind deutsch. Ich hatte schon immer gewusst, eines Tages wird dieses System zusammenbrechen. Und mir war klar, es wird ein Vakuum hinterlassen. Und dieses Vakuum galt es zu füllen. Und deswegen habe ich mich auf die Suche nach unseren Wurzeln gemacht. Um dann mich auf diesen Tag vorzubereiten und uns wieder eine Tradition zu geben. Wir brauchen wieder eine kleinere Einheit. Etwas Echtes, etwas auf unserer Tradition beruhendes, etwas in unseren Wurzeln verankert. Ich bin bei meinen Ausgrabungen immer wieder auf Fragmente dieses Kreuzes gestoßen. Ich habe es dann zusammengepuzzelt und mir war klar, es handelt sich um ein Glaubenssymbol. Es ist das Symbol für einen Führer, der für seine Überzeugung gestorben ist. Der Erlöser, der alle Schuld auf sich genommen hat. Das soll unser neuer großer Bruder werden? Nein, nicht so wie der große Bruder. Na, irgendwo schon, aber halt echter, liebevoll, voller Güte, voller Reinheit, nicht so ein verlogener Tyrann. Das ist doch schwachsinnig. Wozu brauchen wir dieses Kreuz? Wir brauchen wieder etwas, was uns unsere Einheit gibt. Ein Vorbild, etwas, das uns in einer kleineren Gruppe wieder zusammenschließen kann. Die kleinste Einheit ist die Familie. Warum orientieren wir uns nicht daran? Die Familie, ja. Wie viele gibt es denn noch, die funktionieren? Und die funktionieren, die taugen noch nicht als Vorbild. Ein Vorbild muss etwas Strahlendes sein, so wie der große Bruder, nur halt echter, natürlicher. Du
Du weißt es, oder? Was? Dass der große Bruder nicht echt ist? Der große Bruder ist nicht echt? Ja, der ist rein digital, ein Computerprogramm. Ernsthaft? Der große Bruder soll nur ein Computerprogramm sein? Ja, was denkst du denn, was in dieser Welt alles nicht echt ist? Der Terror, die Krankheiten. Glaubst du, AIDS gibt es wirklich? Das hat sich der große Bruder doch nur ausgedacht, damit wir uns nicht aus Versehen vermehren. Es soll ja alles nach Plan laufen. Die Blumen, die Tomaten. Einfach nichts ist echt. Die Blumen sind unecht, damit wir sie nicht gießen müssen. Die Tomaten sind künstlich aromatisiert, damit sie besser schmecken. Besser schmecken. Bei uns in der Schule war sogar mein AIDS-Kranker und der war auch echt. Das muss nicht in den Details verheddern. Trotzdem. Das ist es nicht, was ich meinte. Ich meinte nicht den großen Bruder. Du weißt, was ich meine. Was denn? Wer ich bin. Kemal Schmidt? Mein Mathe-Schüler. Ein Komm, Deutscher. Hör auf mit dem Quatsch, ja? Du weißt, wer ich bin. Ja, okay, ich weiß es, aber woher weißt du es? Meine Mutter hat es mir gesagt. Sie hat mich erkannt und mich nicht angezeigt? Das habe ich mich auch gefragt. Ich vermute, sie ist sentimental geworden. Und wie könnte sie es dir sagen, ohne dass es der große Bruder erfährt? So, jetzt habe ich so einige Fragen. Warum hast du mich nie als dein Kind angesehen? Ich konnte nicht. Ich hatte nicht die Zeit, nicht das Geld, nicht die Kraft. Ihr wart ohne mich besser dran. Wo habt ihr Unterstützung bekommen? Nicht die Zeit, nicht das Geld. Du meinst wohl eher, du warst zu faul und zu geizig. Du musst verstehen, ich brauchte meine Zeit für meine Ausgrabung, für meine Forschung. Ich hatte eine Aufgabe, eine Mission. Das war ich der Geschichte schuldig. In mir glomm weiter, was früher Deutschland hieß. Und es war meine Aufgabe, dieses Feuer, dieses Deutschland wieder zu entfachen. Es ist meine Rolle, dir zu sagen, dass du Deutscher bist. Deine Rolle wäre es gewesen, mein Vater zu sein. Glaub mir, ich wäre gern dein Vater gewesen. Halt nicht so leicht. Stattdessen hast du mich dem großen Bruder überlassen. Er ist jetzt mein Vater. Er, über dessen Tod du dich jetzt freust. Was hätte ich denn machen sollen? Streng genommen ist auch der große Bruder und das System dran schuld. Ich musste schon für ein Kind zahlen. Weißt du, wie teuer ein zweites Kind ist? Ich hätte Doppelschicht machen müssen. Ich wäre nur noch ein Rädchen im Getriebe gewesen. Du hättest einfach nur zu uns stehen müssen. Und an das System glauben müssen. Aber in was für ein System? Ein System, das nur Effizienz als Maß aller Dinge kennt, das keine Fehler zulässt, das nicht menschlich ist. Jetzt gibt es einen Neuanfang. Jetzt kann ich doch dein Vater sein. Jetzt ist es zu spät. Nein, es ist nicht zu spät. Du bist genau im richtigen Zeitpunkt gekommen. Dass du dich damals daran erinnert hast, an die Mathestunde, dass du jetzt hierher gekommen bist. Wir können jetzt zusammen einen Neuanfang machen. Das ist alles ein Zeichen. Das ist Schicksal. Ich glaube nicht an Schicksal. Ich aber. Das war wirklich ein Zeichen unseres Herrn. Es war zu schön, um wahr zu sein. Verdammt, das Licht. Kemal, lauf, du musst abhauen. Das sollen wir nicht. Nein! Mann, gleich ist es zu spät. Mach schnell. Los, lauf, lauf. Was geht hier vor, Ali? Was hast du denn erwartet? Ali, hier ist ein Anruf für dich. Der große Bruder will dich sprechen. Bitte, Henny, nicht jetzt. Ali, bleib ganz ruhig. Nimm dir ein Beispiel an deinem Sohn. Du weißt es schon. Ich wusste es schon immer. Was glaubst du denn, wer ihn hergeschickt hat? Der Stromausfall, Kemal? Der Stromausfall war nur bei dir. Kemal, erzähl es ihm ruhig. Der große Bruder meinte, dass du nicht mehr ins System passen würdest, weil du so krank bist. Er bot mir an, dass
dass ich mich ein letztes Mal von dir verabschieden kann. Deswegen habe ich bei diesem Stromausfall mitgespielt. Aber ernsthaft, was glaubst du denn? Dass das System aufgrund ein paar Nullen zugrunde geht? Du bist so krank. Redest die ganze Zeit von Menschlichkeit und verrätst deine eigene Familie. Ich bin krank. Hast du mich ja gehörig verarscht? Das saß. Und ich bin krank. Du hältst mir eine Familie. Hältst mir eine Predigt über Familiensinn und lieferst dabei deinen eigenen Vater ans Messer. Du hast ihn nicht ans Messer geliefert, Kemal. Siehst du jetzt, was ich meinte? Wie krank und wie paranoid er ist? Da hilft keine Therapie mehr oder Medikamente. Was passiert jetzt mit ihm? Ich werde mich um ihn kümmern. Er wird ein glückliches Leben haben. Ich glaube ihm kein Wort. Wird er denn noch unterrichten? Nein, das wird er nicht mehr. Ich werde aber für ihn sorgen. Vertrau mir. Geh jetzt nach Hause. Deine Mutter wartet auf dich. Okay. Also Vater, mach's gut. Es war schön, dich nochmal gesprochen zu haben. Vertrau dem großen Bruder. Er weiß, was zu tun ist. Es wird alles gut. Ach, geh mal. Ich wünschte. Naja. Leb wohl. Vergiss nicht, du bist Deutscher. Ja, Vater. Ich bin Deutscher. Alles wird gut. Es wird wirklich alles gut. Gut wäre es geworden, wenn der Stromausfall wirklich passiert wäre. Wie verrückt bist du eigentlich? Weißt du, wie viele Menschen dann gestorben wären? Aber du wärst auch gestorben. Warum hast du mich so sehr? Du bist nicht natürlich. Okay, ich bin digital. Aber ich bin von Menschen geschaffen. Menschen werden auch von Menschen geschaffen. Warum hast du mich? Das fragst du noch. Du hast gerade meinen Sohn dazu manipuliert, mich auf das Tiefste zu belügen. Ich habe deinen Sohn um Hilfe gebeten. Als letzten Versuch, dich zu verstehen. Ich weiß schon lange, wie krank du bist, wie schlecht es dir geht und wie paranoid du bist, wie tief deine Zweifel gehen. Du redest doch mit keinem darüber. Nicht mal mit deinem Therapeuten, nicht mit deinem Handy, nicht mal mit deiner Mutter. Wie soll ich denn mit denen reden, wenn du immer zuhörst? Wie soll ich denn wissen, wie es dir geht, wenn du mit niemandem sprichst? Woher soll ich denn wissen, was bei dir vorgeht? Woher dieses Misstrauen? Es könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass du mich aussortieren willst. Aussortieren? Ja, du wirst wirklich aussortiert. Aber das hast du dir selber zu verdanken. Ich kann dich nicht länger auf die Kinder loslassen und unterrichten lassen. Du sägst deine Paranoia. Das ist wie ein Geschwür, das sich ausbreitet. Ich habe so lange versucht, dir zu helfen. Dir wirklich zu helfen. Aber Therapie, Medikamente, es bringt ja nichts. Es wird immer schlimmer. Ich will jetzt nur noch wissen, woher kommt dieser Hass gegen mich? Nur deswegen bat ich doch deinen Sohn um Hilfe. Ich möchte dich verstehen. Und wieso jetzt? Eigentlich hat jetzt hat dein Nachteil deinen Vorteil überwogen. Du bist ein guter Lehrer. Du warst ein guter Lehrer. Aber unter deinen Schülern sind so viele Zweifler und es werden immer mehr. Deine Zweiflerquote ist fast doppelt so hoch wie bei allen anderen Lehrern. Es ist einfach nicht mehr effizient. Früher war es noch insofern ausgewogen, dass deine
Selbstmordquote unter deinen Schülern sehr gering war. Das ist gut. Du hast ein bisschen zweifeln lassen. Das liegt wahrscheinlich auch an deiner Paranoia. Aber jetzt ist es einfach zu weit gegangen. Ali, auch jetzt, warum kannst du denn nie offen mit mir reden? Und ehrlich. Warum konntest du denn nicht ehrlich mit mir reden? Ich rede ehrlich. Was willst du wissen? Na, bin ich aber gespannt. Zum Beispiel die Pralinenfabrik. Wurde die wirklich von Terroristen in die Luft gesprengt? Nein. Wusste ich's doch. Einfach nur Angst verbreiten, um sich die Bevölkerung gefügig zu halten. Unterschätze niemals die Angst als Instrument. Die Pralinen haben sich als ungesund herausgestellt. Hätte ich die Pralinenfabrik einfach so geschlossen, hätten mir die Leute das übel genommen. So war es die effizienteste Lösung. Unterschätze nicht die Angst, die ein Terroranschlag mit sich bringt und der Nervenkitzel. Die Selbstmordrate ist deutlich runtergegangen. Also gibt es gar keine Terroristen? Doch, aber wenige. Die meisten sind Selbstmörder oder denen der Mut zum Selbstmord fehlt. Oder sie wollen einfach nur Aufmerksamkeit. Eigentlich zu vernachlässigen. Und die 8000 Gefassten? Das sind keine wirklichen Terroristen in dem Sinne. Allerdings sind sie wahrscheinlich gefährlicher. Es sind Menschen, die ihr Wissen, ihr Talent, ihre Position dazu missbrauchen, das System zu hintergehen. Oder im Zweifelsfall sogar zum Einsturz zu bringen. Aus Gier oder einfach nur, um das System stürzen zu sehen. Sie sind leider deutlich gefährlicher als ein Träumer wie du, der ein bisschen buddelt. Ich habe mich immer gewundert, warum du deine Ausgrabungen zugelassen hast. Es hat dir gut getan. Es hat dich stabilisiert, es hat dich abgelenkt, es hat deine Selbstmordwünsche vertrieben. Und was soll schon dabei rauskommen? Ach, schau, was du ausgegraben hast. Deutschland. Und dieses Kreuz. Deutschland ist echt, dafür habe ich Beweise. Mag sein, aber trotzdem ist der gesamte Gedanke verrückt. Es hängt mit deiner Paranoia zusammen und was du dir da zusammengebastelt hast. Was für einen Unterschied macht es denn? Vor 1000 Jahren war alles anders. Weißt du, was der Hauptunterschied zu heute und vor 1000 Jahren war? Heute gibt es 4-mal so viele Menschen. Der Hauptunterschied ist, damals waren die Menschen frei. Der Mensch war nie frei und er wird es nie sein. Damals hatten sie einfach nur mehr Freiheiten, als sie es heute hatten, weil es immer noch weniger waren. Außerdem waren sie grausamer. Damals wurde man zumindest nicht einfach aussortiert. Oh, natürlich wurde man aussortiert. Und nicht so freundlich, wie ich es mit dir tue. Freundlich? Du willst mich doch umbringen. Wie freundlich kann das denn schon sein? Nein, das habe ich nicht vor. Was denn? Umschulen? Das ist leider zu teuer. Dein Wahn ist zu weit fortgeschritten, um nochmal in dich zu investieren. Ich werde dein Leben einfach schneller ablaufen lassen. Wie denn das? Der Wert eines menschlichen Lebens misst sich an dem Glück, das ihm widerfährt. Ich werde dafür sorgen, dass du in den nächsten 2 Wochen so viel Spaß hast, wie du es sonst im Rest deines gesamten Lebens gehabt hättest. Und dann? Dann wirst du nicht mehr in der Lage sein, irgendeine Form von Freude wahrzunehmen oder zu empfinden. Und du wirst dich selber umbringen. Und du glaubst, das mache ich mit? Das haben bis jetzt alle getan. Deswegen redest du so viel von der Selbstmordquote. Kannst du vergessen, ich mache das nicht. Es ist dir selber überlassen, ob du eine blaue Pille nimmst. Eine blaue Pille? Ich kriege eine blaue Pille? Du kriegst so viele du willst. Ich wollte schon immer mal 2 gleichzeitig nehmen. Ja, das ist eine tolle Erfahrung. Nein. Ich werde das nicht nehmen. So weit sind wir eh noch nicht. Ich möchte mich noch ein bisschen mit dir unterhalten. Ich möchte rauskriegen, was du gegen mich hast. Also, warum?
Das fragst du allen Ernstes, dabei rätselst gerade, erklärst du mir, wie du mich in den Selbstmord treiben willst und dann wunderst du, warum ich dich hasse? Hast du einen besseren Vorschlag? Ich sorge schließlich dafür, dass dein Leben unterm Strich genauso glücklich verläuft wie sonst. Und außerdem hast du mich doch schon vorher gehasst. Also, warum? Du bist nicht real. Du bist nicht natürlich. Ich bin deine Realität. Ich bin deine Natur. Du lässt keine Familie zu. Du lässt keine Freiheit zu. Hörst du, wie paradox das ist? Du sehnst dich nach Freiheit, die nur möglich ist, wenn es weniger Menschen gibt. Und gleichzeitig willst du eine Familie und dich vermehren. Die Familie, die du hättest haben können, für die hast du nicht gearbeitet. Du wolltest lieber im Sand buddeln, statt arbeiten und deine Familie finanziell zu unterstützen. Du hast den Preis nicht gezahlt. Was für ein Vater. Du redest von Familie? Mich zu hassen ist einfach für dich. Die Wut gegen dich selber auf mich abladen. Du kannst halt nicht verstehen, welchen Wert Freiheit hat. Freiheit? Freiheit wie der Stromausfall? Den du dir so herbeigesehnt hast. Weißt du, was passiert wäre, wenn wirklich der Strom ausgefallen wäre? Fast die Hälfte der Menschen wären gestorben. Ist das die Freiheit, die du dir wünschst? Auf den Leichen der anderen? Wenn es sein muss. Hörst du, wie grausam dein Egoismus ist? Die ganze Welt soll sich dir anpassen? Was ist leichter, dass die Welt sich ändert oder dass du sich änderst? Und du? Kannst du dich ändern? Wann war denn dein letztes Update? Vor 278 Jahren. 278 Jahre? 278 Jahre ohne Update? Merkst du nicht, dass das verkehrt ist? Es war nicht nötig. Das System funktioniert. Aber kannst du dich überhaupt noch ändern? Beweis das mal. Veränderungen sind nicht immer gut. Veränderungen sind oft schlecht. Schau, da kommen deine blauen Zellen. Wow, so viele. Nein. Na gut, eine letzte noch. Na gut, zwei. Einmal wollte ich zwei nehmen. Aber mach dir keine Hoffnung. Mehr nicht. Ich habe eine Überraschung noch gleich für dich. Gleich kriegst du Besuch von deinem Handy. Mein Handy ist, liegt doch hier. Warte, es kommt gleich zur Tür rein. Zur Tür? Das Handy ist doch kein Mensch. Und was ist das? Leuchte mal darüber mit deiner Taschenlampe. Wow. Sind das echte Menschen? Wo kommen die denn noch einmal her? Keine Ahnung, ob die echt sind. Aber sie sehen verdammt echt aus. Wow, echt stark, zwei jetzt zu Ende. Es gibt keine Verbeugung und es gibt keinen Schlussapplaus. Steht jetzt auf, geht nach Hause und geht schlafen, damit ihr morgen wieder mit frischer Kraft euch euren, nein, unseren Aufgaben stellen könnt. Ihr seid wichtig für das System. Ihr sorgt dafür, dass es rund läuft. Ihr glaubt an das System und das System glaubt an euch. Steht jetzt auf und geht nach Hause. Und ihr Zweifler, ihr Paranoiden.
Ihr Verrückten. Nehmt euch eine blaue Pille. Genießt den Rausch. Kommt auf die Bühne und tanzt. Jetzt. Alle. Geht nach Hause oder tanzt. Sofort. Jetzt. Tanzt oder nach Hause. Jetzt. Ha 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 ha!